Ja, hallo Plasticity-Freunde, Levi am Mikrofon. Heute möchten wir uns ein bisschen an CAD-geometrische Formen widmen, wie man sie erstellt. Viele Wege führen nach Rom, aber wir versuchen einfach. Dieses Modell da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um es zu erstellen. Aber ja, ich zeige sie mal auf. Beginnen wir mit diesem Modell hier. Ja, ist relativ einfach, aber man muss wissen in CAD, wie man das bewerkstelligt. Also, wir gehen in die Top-Ansicht. Und starten mit einem Rechteck. Aus dem Zentrum mit C. Ah, ich füge noch meine Screencast Key, damit ihr seht, was ich drücke. Also Rechteck C, um es aus dem Zentrum zu machen. Vielleicht so. Ich verschiebe da meine ein bisschen weiter. So. Und dann kann ich hier für diesen Teil hier einen Kreis nehmen. Mache den in etwa so. Und mache ein Duplikat mit Shift D, verschiebe es hier hinten und dann mit einer Linie starte ich hier und gehe hier bis zu 10-10 Curve Tangent. Klicke und dann kann ich sie spiegeln mit Alt X nach unten. Ich könnte sie auch neu ziehen, aber wieso auch? Und dann trimme ich mit dem T-Befehl Trim diese zwei. Voilà. Und dann wähle ich diese Fläche und ziehe sie etwas nach oben. Sagen wir so viel. Ich nehme diese zwei Edges D. Für Fillet so viel und dann sage ich hier Full, damit er mich schließt. Und schließe ab. Ich kann hier meine Linien löschen und dann wähle ich diese Edge und drücke O für Offset und dann im Positiven ziehen. Im Negativen geht es da unten, im Positiven da oben. In etwa so. Bestätige, wähle diese Fläche und extrudiere sie, respektive verschiebe ein bisschen nach unten. Und voilà, mein Teil hier ist dann schon gemacht. Jetzt geht es darum, diesen Teil zu machen. Für das bediene ich mich von einem Rechteck, starte hier oben, ich gehe in die Oberansicht und ziehe das in etwa so. Voilà, wähle meine Fläche, ziehe nach oben und bestätige. Nehme diese zwei Edge wieder, D für Fillet. Bis da und dann auch hier voll. Perfekt. Dann gehe ich wieder im Frontmodus und nehme einen Zirkel. Den mache ich in etwa so. Verschiebe es etwas nach oben und wähle die Fläche, ziehe es durch, drücke W für Differenz.
Markiere, muss diesen Select Target Bodies, das mache ich hier. Und schon ist mein Boolean gemacht. Bestätigen. Und die störenden Linien, die brauche ich nicht mehr. Und somit habe ich mein Teil hier. Bevor wir diesen Radius machen, müssen wir den spiegeln. Also markiere ich den Alt-X. Ich spiegele, weil das in der Mitte ist, spiegle das rüber. Okay. Und dann wähle ich diesen Körper, die müssen wir zusammenbringen. Wähle ich diesen Körper, ich drücke Q für den Boolean, dann markiere ich diesen da, mit Shift-Klick diesen da und Q wieder, um ein Union-Boolean hinzuzufügen und bestätige es. Okay, jetzt kann ich diese zwei markieren. D und dann kann ich meinen Radius aufziehen bis da in etwa. Perfekt. Jetzt kann ich mit 2 im Edge-Modus gehen, von rechts nach links oben klicken, da markiert er mir alle. Diese brauche ich nicht, also kann ich mit Ctrl-Klick und nochmal Ctrl-Klick hier deselektieren. Diese brauchen wir auch nicht. Zu viele Tieren, also deselektiere ich diese. Und dann D. Und ziehe mein Fillet auf. Und voilà. Ich schalte die Linien aus. Mein Modell ist fertig. Das geht relativ flott und einfach. Okay? Also, ich lösche mal diesen und gehe zum nächsten. Das ist dieser da. Für das brauchen wir einen Zirkel. Den ziehen wir in etwa so auf. Perfekt. Dann ich gehe in die Oberansicht. Nehme wieder ein Rechteck von der Mitte aus mit C und Ctrl gedrückt, dann snappt er nicht, sonst snappt er irgendwo. Mit Ctrl gedrückt lasse ich ihn in etwa so. Dann nehme ich einen Kreis und ich blieb mit gedrückter Maustaste hier oben und wähle mir einen Two-Point-Circle aus und setze es hier auf und das snappt er hier. Perfekt. Und dann trimme ich diesen Teil und diesen Teil raus. Bestätigen. Ich könnte hier den etwas nach unten. Also nur diesen Teil markieren und etwas nach unten verschieben. Ja, in etwa so. Und dann mit 1 kann ich diese zwei Vertex nehmen und etwas nach oben verschieben. In etwa so. Dann wähle ich hier wieder mit gedrückter Maus Taste den Center Circle, mache hier einen Zirkel und jetzt markiere ich mit 2 diese, diese und diesen und mache ein Radial Array. Hier mit 4 Number und bestätige es.
Okay. Dann im Dreiermodus, also im Face-Modus, wähle hier diese Flächen. Alle. Und ziehe etwas nach oben. In etwa so. Bestätige. Ich kann diese Hilfslinien löschen. Und jetzt muss ich nur noch diesen Teil machen. Für das bediene ich mir auch einen Kreises. In etwa so. Markiere die Fläche und ziehe nach unten W für Differenz und markiere mein Target Body, also den hier, und dann wird das Loch rausgeschnitten. Ich lösche den und dann nehme ich wieder einen Kreis aus der Mitte. In etwa so. Perfekt. Und mach nochmal einen Kreis. Bis da. Da snappt er ein. Und dann wähle ich die Fläche hier. Ziehe sie etwas nach oben. Bestätige. Lösche meine Hilfslinien und jetzt muss ich die zwei kombinieren. Also mit 4 wähle ich den da, Q, markiere diesen da, Q und bestätigen. Und dann kann ich hier mit 2 diese Edge wählen und diesen schönen Fillet machen, diesen Übergang. Geht perfekt. Und auch hier im Zweiermodus, Edge-Modus von rechts unten nach links oben, alle Edges markieren. Diese da brauche ich nicht zu filettieren und diese da auch nicht. Alle andere soll er filettieren. Ne, zuerst müssen wir noch diese machen. Die habe ich ganz vergessen. All diese markieren wir. Ich schalte die Linien wieder ein, dann sehe ich das besser und kann auch diese da wählen. Das war die falsche. Diese muss ich haben. Diese muss ich haben. Ja, das sind alle. D. Und dann kann ich hier mein schönes Fillet aufziehen, bestätigen, von unten nach oben, diese mit Control-Click abwählen. Die brauche ich nicht. Diese kann ich auch abwählen, ein Trick. Control gedrückt halten und dann hier rüberziehen von rechts nach links. Dürfen keine anderen im Wege sein, dann kann man diese abwählen. Hier auch. Von rechts nach links, nicht links, rechts. Voilà. Auch hier. Man muss einfach gut schauen, dass man keine andere erwischt. Ja, diese brauche ich auch nicht. Also wählen wir sie auch alle ab. So, wir haben alle erwischt und jetzt D für Fillet und ich kann mein Fillet aufziehen und bestätigen und mein Produkt ist fertig geworden. Ein schöner Flansch, bereit
zum Montieren. Okay. So, wir hätten den gemacht. Sieht gut aus. Ich lösche den wieder. Und jetzt widmen wir uns diesem Teil hier. So. Wir starten mit einem Rohr, Zylinder, was auch immer. Ich gehe mit 3 in die, ja, funktioniert hier nicht, aber ist es egal. Ich kann auch mit 1 starten. Wir nehmen einen Zylinder, ziehen in etwa so auf. Und dann, starten wir mit einem Kreis. Da zeige ich euch was. Voilà. Dann kann ich die Fläche wählen, extrudieren. Und wenn man jetzt Tab drückt, dann extrudiert er auf die andere Seite gleichmäßig. Machen wir in etwa so. Könnte etwas dünner sein, also markieren wir die Fläche und ziehen es dünner. Perfekt. Wir können diesen Kreis löschen hier. Und jetzt kann ich hier eine Cornerbox nehmen, dahinten starten, nach vorne ziehen und vielleicht von oben schauen, dann geht er auf die falsche Seite. Ah, das ist immer das Gleiche, aber ich kann hier, glaube ich, starten bis da, dann raufziehen, ups, falsche Seite. Ja, das ist ein Scheiß, wenn man von oben beginnt. Ich ziehe hier mit Shift gedrückt, also einmal Shift drücken auf diesen Punkt, dann macht er mir diese Hilfslinie. Dann ziehe ich meinen Würfel darüber. Nicht bis in der Mitte, dann ziehe ich es nach oben, in etwa so. Und dann verschiebe ich diese bis zu dieser Kante. Und ja, das genügt. Bestätige. Vielleicht etwas zu hoch da. Da kann ich diese Fläche nehmen und runter schieben. Bestätigen. Diese 2 Kanten wählen. D. Viele. Nicht so viel. Nur bis da. Und dann Full. Bestätigen. Und jetzt muss ich diese 2 verbinden. Dann wähle ich diesen Q und Rechtsklick. Bevor wir das machen, muss ich diese Seite etwas verkürzen. In etwa so. Nee, das muss ich nicht. Das kann ich so lassen, weil wir ja spiegeln. Also lasse ich sie über die Mitte kommen. Dann verbinden wir sie. Wir selektieren diesen da, Q, bestätigen.
und dann Alt X und wir spiegeln diesen Teil rüber und wir sagen hier Merge Together, ansonsten macht er mir eine Edge mittendrin. Man könnte auch Q drücken und voilà. Perfekt. Diese kürzen wir ein bisschen. Bestätigen. Dann gehen wir im Seitenmodus. Ziehen eine Linie. Nee. Wir machen zuerst das Loch hier. Also markieren wir diese Fläche. O für Offset. Und muss meine Linie einschalten, sonst geht das Offset nicht. In etwa so. Bestätigen, markieren. Wir ziehen das durch, dann macht er ein Loch. Dann gehen wir auf die rechte Seite. Schalte die Alt-Z, diese internen Linien. Ich nehme so eine Linie. Starte hier. Bis da, bestätige und mit markierter Linie drücke ich C für Cut. C, dann markiere ich mein Target Body, den hier und bestätige. Und jetzt kann ich diesen wählen, löschen und das auch löschen und ich habe hier meine Schräge. Und jetzt müssen wir noch diesen Cut machen von vorne. Für das bediene ich mich wieder eines Rechtecks von der Mitte mit C. In etwa so. B, D, da mache ich ein Fillet auf, dass etwas abgerundet ist. Wenn ihr das nicht seht, dann muss man diese etwas nach vorne ziehen. Dann sieht man das besser. Und dann im Face-Modus markiere ich diese Fläche, ziehe sie rüber, W für Difference, markiere mein Target Body und bestätige es. Voilà. Wenn ich fertig bin, markiere ich diese Edge und diese Edge, D und mache ein kleines Fillet. Und dann diese D und auch hier ziehe mir ein Fillet auf, diese da, D und der darf etwas größer sein. Und dann markiere ich mit Alt gedrückt und Shift Alt gedrückt diese und D und ziehe mir ein kleines Fillet auf. Chordal funktioniert da nicht. G2 auch nicht, also bleibt es. Ja, lassen wir das so. Und somit wäre ich fast fertig. Jetzt müssen wir diesen Loch da für die Zwinge oder die Schelle, damit eine Schraube durchgeht. Wir markieren diese Fläche hier, ziehen sie rüber. W für Difference, mein Target Body zeigen und bestätigen. Und somit haben wir unsere Rohschelle gemacht. Ohne Linien sieht es besser aus. Voilà. Ich könnte natürlich hier. Ich könnte hier die. Diese Edges
auch viele Tieren oder ausnahmsweise ein Schämpfer machen. Mit C ziehe ich auf und bestätige es. Und somit wäre mein Teil hier fertig. Okay, dann lösche ich es und wir gehen zum nächsten Teil. Diesen da, der ist etwas tricky, aber etwas Neues. Also wir gehen im Frontmodus und wir ziehen hier mit Snap gedrückt, ziehen wir so ein Teil auf. Wir starten hier, zwei Teile über. Tja, das ist fast zu viel. Also starten wir hier in der Mitte und gehen nur bis Mitte, dann rauf bis Mitte hier rüber. In etwa so. So. Hier zeigen und kurz Shift klicken. Da macht er mir hier die Hilfslinie. Das gleiche hier. Und schließen so ab. Diese zwei markiere ich. Wenn ich auf 1 gehe, kann ich diese zwei markieren und eins nach oben verschieben, damit die gleiche Dicke ist. Ich schalte den Snap aus und wähle mit 2 diesen Rechteck oder diese Form und jetzt drücke R für Rotieren. Ich wähle hier den Freestyle respektive den Pivot mit V und verschiebe den hier auf diesen Punkt und dann rotiere ich 20 Grad. Kann auch Tab drücken. Ups. Scheiße gemacht. Also nochmals. R, V, hier und dann Tabulator drücken. Nein, das geht nicht. Wieso nicht? Wieso snappt er nicht? Weiß nicht. Aber in etwa 20 Grad, 20 Grad bestätigen und dann nehme ich meine Linie, ziehe darüber bis da in etwa, dann so viel. Dann bewege ich und zeige auf diese Linie, drücke Shift kurz, dann macht er mir diese Hilfslinie. Ich gehe bis dahin und dann da und bestätige. Perfekt. Etwas überdimensioniert, aber das können wir nachher skalieren. Dann markiere ich diese Flächen und ziehe sie etwas rüber. Voilà. Ich brauche diese Polylinie nicht mehr, also lösche ich sie. Und markiere diese Edges, diese zwei. D, ziehe ein File drauf. In etwa so. Ja, markiere diese zwei. D, ziehe auch ein File auf. Bestätige diese da. Da mache ich ein schönes großes File. Voilà. Und jetzt kommt das Loch hier. Und für das für
Für das ist alles im Wege. Spielt keine Rolle. Wenn ich hier einfach ein Loch setze, in etwa so, und dann nach oben verschieben, man sieht jetzt schon, wenn ich den würde durchdrücken, da bekomme ich so ein Loch, das will ich nicht, ich will das parallel zu dieser Fläche haben, also lösche ich den und zeige euch einen Trick. Wenn man auf diese Fläche zeigt und selektiert und dann die Leertaste drückt, dann erstellt er eine Temporary Construction Plane, das heißt, ich bin parallel dazu und jetzt kann ich meinen Kreis zeichnen, in etwa so, ich kann es etwas nach unten bewegen und wenn ich das jetzt anschaue, der liegt genau auf dieser Fläche, die markiere ich, ziehe sie durch, W wieder für Difference, ich muss den Target Body selektieren, also wähle ich den da und mein Kreis ist gebuhlt. Ich lösche wieder meine Hilfslinien. Voilà. Und jetzt muss ich noch diesen da machen. Für das gehe ich in die obere Ansicht. Wähle einen Kreis. Ziehe meinen Kreis auf. Verschiebe etwas nach rüber. In etwa so. Dann ein Rechteck von da bis da. Ich drücke Shift, um mir die Hilfslinie anzuzeigen. Ich bestätige und trimme diese zwei Teile da. Bestätige es und dann wähle ich diese Fläche nach unten, wieder W und selektiere diesen da, damit er den Cut macht. Diese kann ich mir löschen, diese zwei. Und voilà, ich habe meinen Cut da drin gemacht. Und jetzt im Zweiermodus könnte ich diese mit Alt gedrückt klicken, diese mit Alt gedrückt drücken, ticken, klicken, diese mit Alt gedrückt klicken, diese auch. Voilà. Dann muss ich diese und unten noch diese. Und natürlich diese da, die Kreise, respektive die Edges des Loches, diese da unten, damit ich rundherum selektiert habe, diese da, und dann drücke ich D und ziehe mein Fillet auf und bestätige es. Somit habe ich mein super Modell gemacht und bin fertig. Okay, tricky, aber effektiv. Ich kann hier aus der Temporary und ich muss da raus aus der Temporary Construction Plane und da ist mein Modell fertig. Okay? Wie gesagt, ist etwas breit und überdimensioniert, könnte skalieren, und aber hier habe ich diese Öffnung schon. Also muss man zuerst überlegen, bevor man das extrudiert. Ich lösche diesen. Wir gehen hier zu diesem da.
Und für diesen wähle ich ein Kreis. In etwa so. Dann auch hier gehe ich in die Top-Ansicht, mache ein Kreis hier, in etwa so. Ich wähle ein Rechteck, auch hier mit Shift eine Hilfslinie, baue den da und dann trimme ich diese zwei Teile, markiere mein runden Rechteck, Radial Array in die Mitte. Ich gehe hier auf, sagen wir so viel. Perfekt. Dann ziehe ich diese Fläche nach oben. Voilà. Ich lösche hier alle Hilfslinien, die brauche ich nicht mehr. Und jetzt wähle ich diese, all diese da. Diese Linien oder Edges. Und mit D ziehe ich sie auf, mein Edge, voilà. Und dann mit einem Kreis hier aus dem Zentrum wähle die Fläche, gehe nach runter, W für Difference, zeige auf mein Body und bestätige es. Voilà. Auch hier wähle ich meine Edges mit Shift und hier Shift Alt, genau gleich wie hier Shift Alt. Shift Alt und D und ziehe mein Fillet auf und mein Objekt ist bindet. Und sieht toll aus. Also, ich lösche den und wir gehen zum letzten Teil, diesem Teil da. Voilà. Für das nehmen wir einen Würfel mit C aus der Mitte, in etwa so, ziehen da ein bisschen hoch, wir bestätigen das, dann wählen wir diese Fläche und hier unten das Draft Face klicken, diesen abwählen, wieder wählen, dann mit Shift-Klick diese, Shift-Klick diese und wenn ich jetzt hier oben an diesem Kreis ziehe, dann macht er mir unten eine Skalierung. Das will ich. Okay. Ich mache den etwas kürzer. Das genügt. Und bestätige. Somit habe ich meinen Grundwürfel. Und jetzt gehe ich in die Top-Ansicht. Nehme ein Rechteck. Starten wir da, C und machen diesen
Rechteck, markiere die Fläche, ziehe nach unten, W für Differenz, mein Body wählen und bestätigen. Den kann ich löschen. Somit habe ich meinen Ausschnitt gemacht. Jetzt machen wir diesen Zylinder. Für das nehme ich einen Zylinder, starte in etwa da. Sagen wir so viel, ziehen nach oben, in etwa so viel. Wir gehen in die Top-Ansicht und verschieben mit Ctrl gedrückt, zeigen wir auf diese Linie, damit er in der Mitte ist. Perfekt, wir markieren diese Fläche. O für Offset, in etwa so, bestätigen und dann diese Fläche nach unten ziehen, um das Loch zu haben. Ja. Und jetzt in die Vorderansicht wähle ich diese Fläche, drücke O für Offset. Ziehe das in etwa so ein, bestätige. Ich markiere diese, gehe rüber, bis das Loch komplett ist. Und dann habe ich was falsch gemacht. Ah ja, ich weiß wieso. Zuerst müssen wir diese zwei verbinden. Also gehe ich wähle ich diesen hier, Q, und dann diesen hier, Q, und bestätige. Und jetzt kann ich meine Fläche wählen, rüberschieben und bestätigen. Und Scheiße gemacht. Ja, ich hätte den, wir geben etwas zurück, das Loch machen wir erst am Schluss vom Rohr, also zuerst hier markieren, O, ziehen, dann die Fläche markieren, zuerst diese zwei verbinden und erst dann diesen rüberziehen und jetzt kann ich diese Fläche markieren hier und runterziehen und bestätigen und da habe ich mein Loch. Und auch hier mit 2 alle markieren, D und dann kann ich mein, nee, diese markiere ich nicht, also kann ich deselektieren mit Ctrl-Klick, da will ich ein größeres Fillet haben, also D aufziehen und dann markiere ich diese da. Ja, da kann ich nicht machen größer, weil ich hier diese schon gemacht habe. Also, mal schauen, wenn ich diese deselektiere, ob dann das funktioniert. Und dann diese D, ja, dann geht es. Ist hier halt nicht so schön. Vielleicht könnte ich diese markieren. Komisch.
also uns zurückgehen. Ja, es funktioniert nicht so, wie ich möchte. Dann wählen wir diese zusammen und machen halt ein kleines Filet. Voilà. Somit wäre mein Stück beendet. Falls man diese nicht so abgerundet hat, kann man sie zuerst abwählen, den restlichen Filet machen und dann diese vier noch separat etwas weniger. Ich belasse das so und finde das gelungen. Okay, 46 Minuten. Ich denke, das ist genügend für heute. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Einige Tricks und Tipps. Wie immer, subscriben, liken, Kommentare in den YouTube-Channel, Fragen auch im YouTube-Channel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Levi.